heiße Fähchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Willkommen zurück. Ich habe eure Kommentare ausgewertet und eine Sache, die mehrere Leute nochmal sehen wollten, war diese Mission, und zwar der Kapitolpark. Was wollt ihr sehen? Genau. Ihr wollt sehen, was passiert, wenn wir nicht nur hacken und nur ganz banale Sprühbilder machen. Ihr wollt die böse Seite sehen. Die dunkle Seite. Was passiert, wenn wir alles zerstören und die ganzen schlechten Entscheidungen treffen? Tja. Wenn der Ladebalken durch ist, werdet ihr es sehen. Wir springen direkt an dem Speicherpunkt rein, wo wir die Androiden schon befreit haben und umgewandelt haben. Und jetzt ist eigentlich nur noch eine Erklärung abgeben und dann böse sein. So, an der Bank fängt's an. Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Böse sein. Abreißen. Zerstören. L2, R2 und Controller heben. Oh! Ich habe auf die schwierige Einstellung umgetan, weil ich mal sehen wollte, was an der Steuerung anders ist. Sei nicht so schnell. Ja, auch hier, wir sollen es zerstören. Was machen wir jetzt mit den Fenstern? Kaputt schlagen, natürlich! Wow. So, was hatten wir noch? Die Bushaltestelle. Oh, anderer Blickwinkel. Die hatten wir gar nicht. Aufbrechen. Noch. an der Statue. Zerstören wir. Das ist ein eindeutiges Zeichen. Was machen wir denn mit den Autos? Umwerfen! Marcus, Gewalt ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Na, dann tun wir das doch. Was ist das? Molotow-Cocktail, okay? Holzhaufen errichten. Ja. Oh, wie das aussieht. Na dann. Grillparty. Wer bringt die Marshmallows mit?
Da waren noch die Straßenlaternen. Stromausfall. Boah. Hoho. Oh. Marcus. Ja. Wir haben Hunderte von uns befreit. Wir haben es geschafft. Marcus. Marcus, was ist los? Was? Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Jetzt werden die Menschen uns zuhören müssen. Sie werden Angst haben. Und Angst führt zu Hass. Lieber Hass als Gleichgültigkeit. Ja, ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen. Aber umso mehr würde ich jetzt wissen, wie die Story deswegen tatsächlich gelaufen ist. Lauf! Sie haben sie getötet. Die zweite Nord. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Ja. So, wir können hier nicht drüber laufen, okay. Einfach abgeschlachtet. Dieses Mal war es aber tatsächlich gerechtfertigt. Wir haben hier wahnsinnig randaliert. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Ja, und auch dieses Mal nicht verschonen. Die böse Entscheidung. Du musst das hier nicht tun. Heftig. Bitte. Bitte. Er weint. Kein Verbrechen gegen Androiden soll ungesühnt bleiben. Ho. Heftig. Wow. Also North steht total da drauf, aber... Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Viele Schaufenster wurden eingeschlagen, Autos beschädigt und in Brand gesetzt. Und viele Stadtteile Detroits versinken im Chaos. Eigentum wurde schwer beschädigt und in mehreren Vierteln in der ganzen Stadt wüten noch immer Brände. In der Nähe eines der Cyberlife-Geschäfte, die Leichen von zwei Polizisten gefunden wurden. Laut unseren Quellen wurden die beiden Officer mit der eigenen Dienstwaffe exekutiert. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? So, was kann nur schlecht ausgehen. Brenne alles nieder. Ja. Das haben wir dieses Mal gemacht. Wir haben so ziemlich alles... Ich meine, wir hatten vorher keinen Molotow-Cocktail, wir hatten keine Autos. Das sind Sachen, die haben wir übersehen. Deswegen... Ja, wir haben dieses Mal auch die Polizisten erschossen. Und Markus hat einen gewalttätigen Aufstand angeführt. Das ist korrekt. Das war sehr gewalttätig. Also, wow. Und die Meinung, ihr habt es rechts oben gesehen, öffentliche Meinung, feindselig, total im Keller.
Das war aber das, was uns gerettet hatte. Denn die Reporter waren uns freundlich gesinnt. Die öffentliche Meinung war uns freundlich gegenüber. Ich weiß nicht, wie das Spiel wird einen komplett anderen Weg gehen, nur durch so derart feindselige Entscheidungen. Und ich glaube jetzt so langsam wirklich, wir sollten es vielleicht doch nochmal spielen. Ihr müsst mir in die Kommentare schreiben. Wollt ihr denn wirklich nochmal sehen, wie ich Detroit nochmal spiele? Soll ich es in einem Livestream spielen? Das heißt, ihr könnt live mit dabei sein und live mitentscheiden, wie wir diverse Situationen angehen. Oder soll ich es nochmal als neues Let's Play einfach auf der bösen Seite nochmal spielen? Jetzt seid ihr dran. Entscheidet euch und ja, mal gucken, ob ich noch andere Videos finde, was ihr gerne sehen wollt, oder ob ich noch was finde, was ich gern sehen möchte. Ciao, ciao!